Willkommen zurück zu König Washington, whatever. Das nur ein Traum? Könnte ich wirklich? Keine falsche Bewegung. Oh Mann. Irgendwie immer dasselbe Schema, ich weiß nicht so ganz. Mein Tomahawk, Sie haben es genommen. Ich werde es mir wiederholen. Niemand wird mich jetzt noch aufhalten können. Toll. Das Ganze mit dem Wolfsmantel. Oh Mann, sorry. Keine optionalen Missionsziele? Fände ich irgendwie schade. Ach so, die Ausrüstung war nicht in dieser Kiste. Einfach gegen die Wand klatschen. Und Kiste ausplündern. Dem hungernden Zivilisten helfen. Oh, ich habe ja meine Ausrüstung jetzt wieder. Entgegen dem, was vorher gesagt worden ist. Und da haben wir wenigstens ein Pferd. Also, du verstehst mich nicht falsch, wenn ich da. Also, wenn es an meiner Intelligenz liegt, aber irgendwie check ich nicht so ganz, was in diesem DLC allgemein abgeht. Es wirkt auf mich wie eine vollkommen andere Welt. Aber gut, es hat so was Eigenes an sich. Also, das muss ich dem Ganzen schon mal lassen. Radon Hagedorn. Ich bin froh, dich zu sehen. Hallo, mein Freund. Hast du meinen Bruder gesehen?
Ich sah ihn zuletzt kurz bevor ich auf die Rotweide kletterte. Wir verfolgten Blauröcke und verloren uns dabei aus den Augen. Ich fürchte, dass er gefangen wurde. Ich fürchte, du hast recht. War deine Seelenreise erfolgreich? Sehr erfolgreich. Vielleicht hilfst du mir bei der Suche nach meinem Bruder. Alles, was du auf deiner Reise gelernt hast, könnte nützlich sein. Ein so großer Krieger darf uns nicht verloren gehen. Natürlich helfe ich dir. Wir haben es fast geschafft. Tolles Schnellinventar. Hier habe ich meinen Bruder das letzte Mal gesehen. Oh Gott, Hinweise suchen, ich hasse es. Wisst ihr, wie sie mich diese ganze Sache schon in Assassin's Creed Origins und Odyssey angekotzt hat? Hier ist es genauso furchtbar. Oh Mann. Blaue Gewahr. Lass uns weiter so. Also hier schon mal weit und breit nichts. Irgendwie ein Hinweis sein könnte. Waffen und Tierkräfte. Pferdepfeife. Gut, was auch immer mir das bringen mag. Jetzt in der Situation vor allen Dingen. Mit Hinweisen im Suchgebiet interagieren. Ja, wenn ich diese finden würde. Aber ansonsten viele Tiersinne haben wir nun wirklich nicht. Und dadurch entdecke ich jetzt auch nicht sonderlich viel. Mensch, jetzt hat das Ganze so gut funktioniert und jetzt ist es wieder totaler Mist. Hat auch das ein Hinweis. Ist noch warm. Bei dem Wetter kann er eigentlich nicht länger als 2 Stunden tot sein. Es ist schwer darüber zu reden. Aber ich hatte das Glück, den Wolf zu treffen. Vielleicht.
Mensch, du, das hat uns ja richtig weitergeholfen. Und es schränkt doch unser Suchfeld überhaupt nicht ein. Oder total ein. Ich weiß nicht, was bringt es eigentlich? Wir sind genauso schlau wie vorher. Wir müssen immer noch nach irgendwelchen dummen Hinweisen suchen, von denen man angeblich behauptet, sie würden existieren. Leute, wer hat sich denn den Schmarrn ausgedacht? Ja, dadurch nimmt der ganze Wahnsinn eben seinen Lauf. Oder auch nicht. Soll ich jetzt toten Menschen dabei zuschauen, wie sie nichts machen oder was? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wieso auch immer ihr mich jetzt schon wieder an diese blöden Tierkräfte erinnert. Die spielen doch jetzt hier überhaupt nichts zur Rolle. Ja, zumindest zwei solche wichtigen Hinweise haben wir gefunden. Ja, mehr hilft mir das leider auch nicht. Außer, dass ich jetzt ein genauso weites Sichtfeld habe wie in Red Dead Redemption 2. Gut, hier scheint mir das Epizentrum von dem Ganzen zu sein. Hier konzentriert sich das Ganze auf wenige Quadratmeter.
Das wird auch nicht als Hinweis genommen. Ein Hinweis, ein Hinweis. Nun gut, Leute, aus verschiedensten Gründen muss ich den Part jetzt leider schon beenden. Im nächsten Part schauen wir mal an, was wir hier sind so finden. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet ihr uns, denkt daran, Freundschaft ist Magie.